Ich habe hier noch lauter Zeug. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Kannst du mal sehen. Okay. War da sehr, sehr angetan davon. Und ja, wollte ich nur mal sagen. Also, Minecraft für Windows 10 soll noch seine Fehler haben, weil es halt noch recht neu ist. Es gibt beispielsweise auch keine Texture Packs und so weiter. Die müssen man sich irgendwie kaufen oder so, was ich ziemlich kacke fände, wenn es denn so wäre. Ich meine, okay, dass Microsoft vielleicht Geld verdienen will an den Texture Packs, könnte ich gar nicht mal übel nehmen, kann ich verstehen. Dann dürfen sie meiner Meinung nach sehr, sehr gerne Geld nehmen für Texture Packs, die dann aber auch sehr professionell und sehr geil aussehen. Und die dann eben gegen Geld verkaufen, fände ich absolut legitim, absolut okay. Warum ruckelt es gerade so extrem? Egal, ich mache mal einfach weiter. Fände ich absolut okay, absolut im Rahmen, absolut legitim, keine Frage. Aber man sollte trotzdem der Community die Chance geben. Ninja Zombie, der Zen-Meister, aha. Man sollte meiner Meinung nach trotzdem der Community die Chance geben, auch weiterhin ihre Texture Packs zu entwickeln und zu machen. Denn die haben Minecraft mitunter groß gemacht. Das darf man nicht vergessen. Ich bin mir sicher, ohne die ganzen fleißigen Modder und Texturenersteller und so weiter und so fort, wäre Minecraft heute nicht da, wo es eben ist. Und gäbe es keine Windows 10 Version von Minecraft. Und das sollte man sich bei den lieben Microsoft-Kollegen auf jeden Fall mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man die Wurzeln da nicht vergisst. Das ist sogar sehr, sehr wichtig. So, ich würde sagen, wir graben uns hier noch ein bisschen rein, weil das stört mich ein bisschen, dass das mitten im Raum ist. Von daher machen wir gerade mal so. Ich weiß, ich habe da gerade erst hingebaut, aber jetzt baue ich halt wieder weg. Das ist halt Minecraft, ne? Und Kerstin so, ey, Mann, langsam gehst du mir echt auf den Sack. Und ich so, Mann, Kerstin, ey, wir machen doch gleich. Keine Sorge, wir machen gleich, okay? So, in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme vielmehr, liebe Zuschauer, die hier noch mit dabei sind bei diesem Minecraft-Let's Play. Mittlerweile hat es ja nicht mehr viele Aufrufe, muss ich ja mal sagen. Also es hatte mal eine Zeit lang mehr Aufrufe gehabt, es hatte mal eine Zeit lang sehr wenig Aufrufe und jetzt mittlerweile ist es wieder auf dem Stand von vor 2 Jahren ungefähr, wo es echt kaum Aufrufe gehabt hat. Und jetzt mittlerweile hat es auch wieder kaum Aufrufe, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das Let's Play einfach deutlich so cool, wie viele dachten und jetzt sind sie wieder abgehauen. Kann auch sein. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass ihr noch dabei seid, die jetzt zuschaut. Ich meine, es ist ja auch keiner gezwungen, hier mit zuzuschauen. Das ist ja ganz klar. Also, wer zuschauen möchte, ist herzlich eingeladen. Wer nicht, darf es auch gerne sein lassen. Das ist ja das Schöne an Let's Plays als solchen. Anyway, was soll ich erzählen? Das... Verdammt, jetzt habe ich echt den Faden verloren. Fuck, ey. Nee. Verdammt, was wollte ich sagen? Das ist jetzt gerade eine echt gute Frage. So. Gut, eine Fackel darf hier hin, aber nur eine. Okay, sehr gut. Hier kommt dann eben die Haltestelle hin für den Zug, für die Lore vielmehr, die in den Abgrund führt. Für unsere Bergbauarbeiten. Ich habe gerade völlig vergessen, was ich sagen wollte, ne? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Was wollte ich denn gerade sagen? Also erst habe ich Selbstgespräche geführt wegen Kerstin. Dass Kerstin mich wieder hassen wird. Dann habe ich gesagt, einige der älteren Zuschauer werden es vielleicht wissen oder einige der wenigen Zuschauer, die noch dabei sind, werden irgendwas wissen oder wird es interessieren? Ach ja, genau. Oh, ein Glück, ey. Ich kam noch drauf. Puh. Ich möchte eine kleine Ankündigung machen, in der Hoffnung, dass es auch wirklich stattfinden wird. Hab dann nämlich schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber in diesem Falle bin ich da doch recht optimistisch. Und zwar wird es wahrscheinlich bald, so Gott will, ein LPT geben. Nicht ein LPT, sondern eine Aufnahme mit einer anderen YouTuberin zusammen. Ja,
Und darauf freue ich mich schon sehr, muss ich sagen. Denn es wird mal wieder was komplett anderes. Es ist keine Let's Playerin. Sondern mal was komplett Neues. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das ist ja immer so... Ich weiß nicht, mit Let's Playern aufzunehmen ist halt was ganz Eigenes. Weil Let's Player wissen, wie die Sache läuft. Die waren schon oft mit dabei. Die machen ihre eigenen Let's Plays. Mit denen hat man auch automatisch irgendwelche Gesprächsthemen. Eben weil sie Let's Plays eben selbst auch machen. Und wenn man das mit anderen Leuten aufnimmt, was ist das denn? Das sieht ja kacke aus, diese Streifen. Und wenn man mit anderen Leuten was aufnimmt, die eben nicht Let's Plays machen, dann ist es hingegen sehr, sehr cool, wie ich finde. Einfach weil... Ja, weil ist so. Nee, weil mit anderen Leuten, die keine Let's Plays machen, ist es immer ein bisschen was Aufregenderes, sag ich mal. Es ist immer was Spannenderes, weil man eben nie weiß, wie sind die anderen Leute, wie kommt man damit klar, dass man jemanden dabei hat, der sich mit Minecraft oder eben jedem anderen Spiel nicht so gut auskennt, wie man es vielleicht gewohnt ist, wenn man mit anderen Let's Playern zusammen Let's Plays aufnimmt. Und das sind also Sachen, die werden sehr spannend zu beobachten sein, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so spannend findet. Jedenfalls also schon mal als kleine Ankündigung, als kleine Vorwarnung, je nachdem, wie ihr möchtet. Es wird wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme ein junges, nettes, sympathisches Mädchen mit dabei sein, die auf YouTube aktiv ist, auch etwas größeren Kanal, einen etwas größeren Kanal hat und die lustigerweise ebenso wie ich aus Frankfurt kommt, und so sind wir eigentlich mehr oder weniger erst dazu gekommen, auf die Idee, ein LPT zu machen. Ist auf jeden Fall eine sehr sympathische YouTuberin, wie ich schon sagte, sehr, sehr nett. Und ich hoffe ja, dass es dazu kommt und dass wir zusammen ein paar Folgen Minecraft aufnehmen können. Ich weiß nicht genau, was ich dann machen werde. Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie das alles wird und ob das überhaupt cool wird oder ob das schlecht wird oder ob ihr dann alle mich hassen werdet. Außer Kerstin natürlich, die hasst mich ja sowieso schon. Ja, muss man alles mal schauen. Das wird sich alles erst zeigen. Ich wollte euch nur schon mal die Insider-Info geben. Ich sage natürlich auch nicht, um wen es sich handelt. Das seht ihr dann erst, wenn es soweit ist. Ach, guck mal, wir hätten gar nicht rüberlaufen müssen. Hier hätten wir es vielleicht auch gesehen. Naja, wisst ihr, was ich kurz mache? Ich gehe mal neu in die Welt rein. Oh, bitte sag nicht, dass diese Objekte jetzt unsichtbar sind. Och, warum? Minecraft, ey. Ja, bei den Zeus-Shadern sind die scheinbar unsichtbar. Oh, das ist jetzt so bitter. Hä? Okay, sie sind gerade allgemein unsichtbar? Warum? Dann können wir ja die wieder reinmachen. Hallo? Benutzen kann ich's noch, aber ich sehe es einfach nicht gerade. Warum sind diese Objekte gerade komplett unsichtbar? Okay. Wir haben jetzt momentan... Die Lampe ist noch da. Okay, es ist ja interessant. Die Lampe ist noch da. Mal schauen, ob hier die Lampe auch noch da ist. Unsere kleine Laterne. Die ist auch noch da. Also bis jetzt hat es nur die Stühle irgendwie zerschossen. Warum auch immer. Das Regal ist noch da, die Lampe ist noch da, das Schild da oben ist auch noch da, die Werkbank ist da und die Kerze hier ist auch noch da. Also nur die Stühle sind bisher weg. Keine Ahnung wieso, sie sind es einfach. Tja, ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Kerzen mache, aber vielleicht sparen wir uns die auch gerade mal auf für das nächste Bauprojekt. Was haben wir hier drin? Das ist unsere Dingenskiste, genau. Ich würde sagen, wir stellen uns mal gerade eine neue Kiste.
Wir bauen gerade mal eine neue Kiste. Haben wir nicht irgendwo eine Kistenkiste? Kisten, Kiste, Kisten, Kiste. Kisten. Kistenkiste. Kisten, Kisten, Kiste, Kisten, Kiste. Kisten, Kiste, Kisten, Kiste. Wir haben keine Kistenkiste. Alles klar, dann machen wir uns schnell mal eine Kistenkiste vielleicht. Come back when you're a little richer. Witcher 3 nehme ich. So, ist okay. So, machen wir hier die Kistenkiste einfach mal hin. Zack. Machen uns aber gleich zwei Kisten raus, weil wir clevere Menschen sind. So, dann brauchen wir die Kisten, die Schilderkiste. Wo ist die Schilderkiste? Schilder, Schilder, Schilder. Die waren doch hier gerade irgendwo, oder? Schilder, Schilder. Das waren Namensschilder gewesen. Die sind wahrscheinlich hier mit dabei. Oder hier mit dabei. Ja, da waren sie schon. Okay. Eine reicht. Und dann können wir hier nämlich... Das war ja die hier, ne? Genau. Können wir hier nämlich Truhen. Oder auch Kistenkiste genannt. Komm, wir nennen es mal Kistenkiste. Ist doch lustiger. Kistenkiste. Passt jetzt... Passt da eigentlich überhaupt nicht hin, ne? Passt eigentlich viel besser hier hin. Okay, wir machen es nochmal weg. Sorry. Passt von der Sortierung einfach nicht. Machen wir es mal hier hin. Ist zwar so, dass wir noch zwei haben. Und diese zwei bauen wir jetzt mal einfach irgendwo hier auf. Oder machen das hier einfach. Machen wir es hier einfach. To-Do-Kiste. Das ist die To-Do-Kiste. Und hier machen wir jetzt das, nein. Sondern das hier rein. Und zwar so. So. Minecraft-Experten wissen schon, was ich damit andeuten will. Andere nicht. Und dann machen wir auch das hier rein. Und ja, Minecraft-Experten werden nicht wissen, nicht unbedingt wissen, was ich damit andeuten will. Aber das ist auf jeden Fall so eine kleine Gedankenstütze von mir. Ich bin mal gespannt, ob sie funktioniert. Da bin ich mal echt gespannt. Das ist nämlich überhaupt nicht gesagt. So, Erde. Erde geht hier nicht mehr rein. Erde geht hier nicht mehr rein. Erde geht hier schon noch rein. Gut, aber wir brauchen vielleicht auch Erde. Also lassen wir sie gerade mal im Metall. Glas brauchen wir wohl erstmal keines mehr. Oder? Wobei, ich glaube, wir werden schon Glas brauchen, aber erst später. Den Stein können wir aber gerade mal wieder mitnehmen. Weiß gar nicht, warum ich den jetzt hier reingeschmissen habe. Den werden wir brauchen. Auch den Stein hier werden wir brauchen. Cobblestone ist unwahrscheinlich, aber ich nehme jetzt trotzdem mal mit. Für den Fall. Haben wir irgendwo noch den Backpack? Der wäre vielleicht gerade mal ganz praktisch. Animal Bikes. Plants of Plenty. Aha. Plants, Megapack. Plants of Plenty, habe ich gesagt. Ne, Plants Megapack. Baumseeds. Aha, aha. Backpacks. Da haben wir noch einen. Malise Stores. Genau. Okay, das ist ja unsere Mod. Unsere Mod-Ecke hier. Hatten wir nicht mal so geile Pflanzen? Wir haben doch so geile Pflanzen mitgenommen. Diese buschigen Pflanzen. Sind das die Cattails? Nee, ne? Können Sie ja mal eigentlich ausprobieren. Nee, das waren die. Wo haben wir denn diese geilen Pflanzen hin? Das sind bestimmt die hier, ne? Ach, da ist die Fackel im Weg wahrscheinlich. Yo, genau die meinte ich. Geile Pflanzen, Alter. Die nehmen wir gerade auch mal mit. So, wie ging nochmal Backpack? Nee, das war nicht Backpack. R wie Rucksack? Nee, das war sortieren. C wie Kacken? Worauf habe ich noch mein Backpack gelegt? So viele Mods. Backpack ist tatsächlich B eigentlich. Aber B geht nicht, weil... Neuer Wegpunkt. Würde ich jetzt gern W machen, aber es geht ja schlecht. Machen wir mal P für Punkt. Kann ich mir das merken? Nö, ne?
Da geht nämlich auch B für Backpack. B. B? Nö. Will er nicht. Warum nicht? B für Backpack. Ach, weil ich ihn angezogen haben muss. Das ist so eine dumme Mod irgendwie. Irgendwie mag ich die Mod nicht, weil die so unlogisch ist. Kennt ihr noch die gute alte Backpack-Mod? Die gute alte, die Gronkh damals noch hatte. Gronkh nämlich hatte mal auch eine Backpack-Mod. Die war jedenfalls noch cooler. Okay, wir vergrößern mal gerade unseren Backpack. Wir brauchen Faden. Ach du Kacke. Faden, 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 Faden. Bin ich blind? Faden. Wir brauchen 3 Faden. Und wir brauchen noch 3 Eisen. So. Eisen kommt in die Mitte. Faden kommt nach oben. Und unten brauchen wir Holzbretter. Eigentlich. Wir probieren es nochmal mit normalen Holzbrettern, also mit Eichenholz. Vielleicht funktioniert es nur mit Eichenholz. Oh oh. Ich glaube, da funktioniert wieder was nicht. Ich mag ja diese Mods, die einfach nicht funktionieren, ne? So, unten Holzbretter, in der Mitte Eisen, oben Faden. Yo, funktioniert nicht, schade. Scheiß Mod. Warum funktionieren die ganzen Mods nicht richtig? Ich verstehe das nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Wir nehmen das Holz mal trotzdem mit. Ja, den Faden und das Eisen können wir wieder zurückpacken. Das funktioniert ja super mit der Backpack-Mod. Das ist echt eine scheiße Mod. Es tut mir echt leid. Ich lege jetzt den Backpack aus Prinzip wieder zurück. Die Mod werde ich wahrscheinlich wieder rausschmeißen, weil die einfach sinnlos ist. Die Backpacks sind arschteuer, haben dafür extrem wenig Slots und die Erweiterung, bis man mal einen vollwertigen Backpack hat, sind sowas von übertrieben teuer, dass es echt keinen Sinn macht. Es tut mir leid. So, wir haben jetzt Stein. Wir haben eine Menge Stein. Ja, das dürfte jetzt auch erstmal reichen. Okay, und dann gehen wir mal rüber, oder?